So, zurück aus der Pause. Wir sind wieder beim zweiten Teil auf diesen Sonntag. Wir sind spät dran. Es ist sehr spät. Es ist abends und auch in der Story sind wir schon richtig gut vorangekommen. Jetzt machen wir weiter bei Dark Eye Chains of Satinaf oder das schwarze Auge Satinafs Ketten. Und wenn ich den Button finde, dass wir hier wieder umschalten können, zack, dann können wir auch wieder weitermachen. Gut, ich bin versorgt. Ich habe mir nämlich was Neues ins Ring geholt. Was Drachenlord kann, kann ich auch. So, gut. So, ich hatte nämlich einen kurzen Moment die Zeit genutzt. In der Pause habe ich nämlich geschaut, wie wir weitermachen können. Und nein, ich gucke nicht alles, was wir brauchen, sondern ich guck einfach nur, wie es so beim nächsten Mal weitergeht. Die Scherben schweben genauso darin wie der Holzreif. So, dann können wir das nämlich wieder zusammensetzen. Wenn ich jetzt oben durch den Au, verflucht! Nein, so. Aber das ist ja ein Holzreif. Das heißt, wir können jetzt dafür sorgen, dass der Holzreif in diesem Krug treibt und entsprechend rausfällt. Der Holzreif liegt jetzt unten. Wäre eigentlich in diesen bodenlosen Abgrund gestürzt, aber er liegt natürlich hier vorne auf dem Tisch. Auf dem Tisch, sag ich schon, auf dem Boden. So viel zu eurem unüberwindbaren Käfig. Ja, die Rätsel sind teilweise echt ein bisschen knifflig. Also, deswegen sage ich immer Point and Click. Ich bin unglaublich schlecht in diesen Spielen, aber ich liebe diese Geschichten. Also muss ich mich der Schmach hingeben, dass ich leider hier und da immer mal wieder in die Lösung schauen muss. Wird bei Deponia auch nicht anders sein. Aber Deponia ist auch so eine tolle Spielerei. Wir müssen reden. Ich habe uns das Artefakt gebracht. Schaut, Giacomo. Der Reif des Seers. Bei allen Sternen. Ich habe inzwischen noch mehr in den Analyseprotokollen der Magier gelesen. Wisst ihr jetzt, was genau das Ding macht? Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Die Feder beim Raben. Aus meinem Traum. Sehr richtig. Die Zielperson muss sich zudem in der Nähe des Artefakts aufhalten. Wie zaubert das Ding? Sprichst du das Zauberwort? Löst es die Magie des Reifs unmittelbar aus. Allerdings, hier steht, seine Magie sei bereits zum größten Teil verbraucht. Was heißt das? Es ist nur noch ein einziges Mal anwendbar. Ui. Ui, ui, ui. Was genau kann als Fokus dienen? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers der Zielperson. Haare, Fingernägel, Blut. Das richtet den Reif magisch auf diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden. Es berühren. Mhm. Wisst ihr, wie ein Seelentausch... Eine schwierige Frage. Bitte. Jedes okay, das sind die Themen, die wir schon hatten. Vielleicht, was sagst du da? Ach. Bin gleich... Ja, die Frage ist, wie verfahren wir jetzt? Wir haben jetzt das Artefakt. Gibt es hier noch irgendwas, was uns da in irgendeiner Form hilft? Ich muss hier nochmal gucken, ob wir noch zum Artefakt irgendwas Zusätzliches finden. Die Aufzeichnung. Okay, die hat er da vorliegen. Okay, ja, was machen wir denn jetzt? Wir müssen eigentlich müssten wir jetzt nach Rabenspitze, so wie ich das verstanden habe. Also... Wer ist die Vieh? Hat du. Gehen da jetzt einfach mal ein bisschen schneller durch. Noch ist der Seher. Wie hat. Warte, das. Wie? Oder wir spielen ihm das Artefakt. BMAC. Aber wir sind keines. Wegen. Wir haben glatt. Nichts anderes mehr. Das ist echt doof. Wollen wir das mal diesem Typen da zeigen? Also viel tun können wir ja gerade eh nicht.
du guckst uns doch zu, dann schaust du mal an. Na gut, okay, dann nicht. Ist das? Ach, es wird schon. Wir haben jetzt. Mit diesem Artefakt ist der Seher also den Flammen entkommen. Und jetzt ist sein Geist im Körper des Raben. Gut, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Nebenbei nochmal ganz kurz reinschauen. Wir müssen reden. Was wisst ihr, was genau? Ach so, jetzt hat man das Zauberwort ändern. Oh Wäre Mann. Ist es möglich, das Zauberwort des Reifes zu ändern? Du meinst den Auslöser? Wir könnten den Reif für den Seher unbrauchbar machen und ihn als Köder benutzen. Interessanter Gedanke. Die Analyseschriften der Magier sagen, dass das möglich wäre. Das ursprüngliche Zauberwort muss rückwärts aufgesagt werden, sofort gefolgt vom neuen Wort, das es zu applizieren gilt. Hatten die Magier damit bereits Erfolg? Leider nein. Das Zauberwort des Seers blieb ihnen verborgen. In meinem Traum hatte der Seher ein Wort gemurmelt, als er seine Seele tauschte. Versuche dich daran zu erinnern. Es lautete Corvus. Formidabel. Dann können wir den Reif mit einem eigenen Zauberwort präparieren. Welches Zauberwort sollen wir nehmen? Es sollte nicht zu persönlich sein, sonst wird der Seher es durchschauen. Es darf nicht zu kompliziert sein, damit wir es selbst nicht vergessen. Am besten etwas, das leicht von den Lippen geht, aber der Seher nicht von dir erwartet. Wie wäre es mit Satinaf? Eine sehr gute Wahl. Satinaf soll es sein. Was genau interessiert? Was genau? Es bedarf einer echten Haare. Das richtet den Reif magisch auf diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden. Es berühren. Bin gleich zurück. Okay, also wir müssen noch mit etwas. Diesem Artefakt ist der. Und jetzt? Also wir müssen das Ding noch irgendwie auf den Seher eichen. Da können wir wahrscheinlich. Da haben wir wahrscheinlich jetzt gerade noch nichts da. Aber der Seher war ja vorhin hier beim König. Vielleicht können wir da nochmal hin. Okay, nee, das war so ein einmaliges Ding. Ob die Krähen nun mein Leben gehen, lieber. Okay, gut. Das wird nicht. Können wir ja schauen, ob wir noch irgendwas finden, was irgendwie noch was vom Seher ist. Sie steht da, wo sie. Der steht dort. Nicht ein. Ich glaube nicht.
Ich habe erreicht, was ich wollte. Okay, also können wir diesen Wimpel da auch nicht einsetzen. Mit diesem Artefakt ist und jetzt ist wozu denn? Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von Z. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Das Beste ist auch, wenn ich mir einen Blick in die Lösung werfe, steht da auch so, ja, das jetzt müssen wir zur Rabenspitze. Bis auf das Bein scheint verrückt, war er ja. Aber wir können ja jetzt nicht. Oder muss man das nochmal irgendwie besonders auslösen? Raben, verdammt, vielleicht. Raben. Ja, aber. Hier, und auf dieser Seite hat Magistra Do... Hervorragend! Ja, aber das hilft uns jetzt ja nicht weiter, ne? Nochmal alle Gesprächsoptionen durchskippen. Ach! Ich bin bereit, das... zur Rabenspitze zu ziehen und Nori zu befreien. Den Raben ködere ich mit dem Artefakt, Übel. Das er so begehrt. Übel. Dann töte ich ihn und fliehe mit Nori. Ich weiß nicht, Geron... Sicher, ohne das neue Zauberwort ist es für ihn nutzlos, aber wie willst du ihm eine Falle stellen? Er ist ein Rabe. Ich bin Vogelfänger. Ich lasse mir schon etwas einfallen. Dein Selbstvertrauen möchte ich haben. Dann heißt es wohl, Abschied nehmen. Mögen die Sterne der Welten und alles Feenglück mit dir sein. Lebt wohl. Lebt wohl. Und halte dich von den Saiten der Harfe fern. Sie zu berühren zersprengt den menschlichen Geist. Danke für eure Hilfe, Giacomo. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Auch ihre eigenen. Doch Gerons Zeit war beinahe verronnen. Schicksal, Vorsehung, Untergang. All das kümmerte ihn jetzt nicht mehr. Das Ende seiner Reise lag vor ihm. Ich verhalte mich besser ruhig. Okay, gut. Das ist doch schon mal ein toller Punkt, um mal kurz zwischendurch abzuspeichern. Speichern. Ja. Ach so, jetzt ralle ich das mit dem Autosave auch erst. Okay, es gibt automatisch ein Autosave. Und ich könnte damit zum letzten Autosave zurückgehen. Es gibt ein Katapult. Es gibt noch ein Katapult. Es gibt Kreaturen. Es gibt Opfertiere.
Ich verhalte. Da darf ich nicht hin, also bleibt mir nicht viel mehr übrig, als einfach mal da oben hinzugehen. Aha. Lange kann es noch nicht tot sein. Sieht aber auch nicht gut aus. So, also es gibt Geschosse. Die sind scheinbar relativ schwer. Vereist? Vereist? Vielleicht können wir was machen. Sehr gut. Das Eis löst sich. Jetzt sollte es gehen. So, ein Moment bitte. So. Gut. Wahrscheinlich hat man das Piepen gehört. Wenn ich, wenn die Nachbarn rauchen, muss ich den Lüfter anmachen, damit der Rauch nicht reinzieht. So. Gut. Weiter im Text. So, wir haben. Jetzt sollte es gehen. Jetzt sollte. Ja, dann. Ach so, da vorne ist die Winde. Alles klar. Ohne einen Bolzenhebel, der das Zahnrad einrastet, kann ich hier lange drehen. Okay. Den wird man doch bestimmt. Da irgendwie. Ah. Der Herr Firon wird es verstehen. Dieses Stück Fell sollte genügen. Was genau will er denn mit dem Stück Fell überhaupt machen? Das ist jetzt so die große Frage. Besser nicht. Wir brauchen irgendwie so einen Speerbolzen oder sowas, ne? Irgendwie muss ich. Ich locke sie auf den See und dann bringe ich das Eis zum Bersten. Irgendwie. Die Statue besteht. Die Kreaturen müssen sie mit ihrer Magie. Vielleicht kann ich das Eis kaputt machen. Das hier ist für dich, Rabe. Jetzt kann ich mir wahrscheinlich von dem Katapult diesen Speerbolzen klauen. Ja. Bei Hebel war es, genau. Jetzt setzen wir den Hebel hier mal ein. Der Hebel gehört hier an das Zahnrad. Ach, so einer ist das. Okay, gut, jetzt habe ich es kapiert. So, dann kann die Kugel da drauf. Leider fehlt. Okay, es fehlt eine Schlinge. Aha. Können wir die irgendwie reparieren? Nein, können wir nicht. Mein Miniaturkatapult hat an dieser Stelle eine kleine Schlinge für das Geschoss. Gwindling hat es. Ah, Rattenfell, alles klar, da brauchen wir dann. Für einen Schuss muss das. Okay, ein Schuss wird's schon hinkriegen. So, okay. Jetzt sollte. Das wollte ich schon. Der Schrei. Mensch, wie zielsicher. Okay, gut. Zerbrochener Opferpfahl. Okay, den dürfen wir noch mitnehmen. Ich glaube, die anderen, die können wir in Ruhe lassen. So. Ich möchte gar nicht wissen, was darunter begraben ist. Aha, die Harfe. Dieses entsetzliche Dröhnen. Lange hält mein Verstand das nicht, aber ich muss weiter. Diese Biester bewachen.
Von der Harfe geht nur dunkler. Ich muss dringend mal wieder... Ach, warum kann ich Ihnen keine... Was ist das? Wir haben jetzt auch einfach nicht sehr viele Sachen mehr übrig. Also, okay, wir haben diesen zerbrochenen Opfer... Ah, okay. Ich komme, Nori. Ich darf den Krähen, sonst liege ich bei... Gut, aber was opfere ich den Biestern? Ich schneide mir nur ungern die Hand ab. Ja, das kann ich verstehen. Das würde ich auch nicht so gerne machen. Ich bin Ed. Okay, aber da waren ja unten noch andere Opfertiere. Die können wir ja bestimmt... Können wir uns bestimmt einen kleinen Teil von abschneiden. Ah ne, können wir nicht. Die Krähen hängen da noch dran. Mein... Okay, da würde ich jetzt auch nicht hingehen, weil es ist ja auch eingebrochen alles. Vielleicht ist noch was vom Pferd übrig. Mehr brauche ich nicht. Boah. Lange kann es noch... Das ist das... Der Vorderlauf ist mit der Andergaster Eiche gebrandmarkt. Achso, ja genau. Jetzt müssen wir das Opfer bringen, um die Krähen abzulenken. Und wie gut das funktioniert. Erstaunlich. Nori! Habe ich kein Messer mehr. Und ausgerechnet jetzt hatte schon. Unerreichbar. Warum ist immer alles unerreichbar? Warum ist Noris Zauber hier? Zu stumpf und brüch. Nicht sehr schlau. Es heißt. Mir fällt dazu. Ah, okay. Jetzt aber. Ich habe es. Das ist für dich. Irgendwie wirken diese. Also so Action. Szenen in Point-and-Click-Adventures immer so komisch, also ungewollt witzig. Einfach weil man viel zu viel Zeit hat, über das nachzudenken, was man gerade tut. Nori! Wer bist du? Oha. Kannst du mich sehen? Ich bin es, Geron. Geron? Die Harfe hat dich herbeigerufen, wie der Vogelmann es gesagt hat. Ja. Ich wollte dir einen grünen Himmel malen, aber die Töne machen alles schwarz. Ich werde dich von hier fortbringen. Irgendwie. Müh dich nicht, Vogelfänger. Es gibt keine Rettung. Nori und die Harfe sind eins. Sehr. Ja,
Ein Jammer, dass ich bin, wer ich bin. Dass ich sehe, was ich sehe. Und tun muss, was zu tun ist. Erwartest du Mitgefühl? Ich bin nicht herzlos, Nachthaar. Ich nehme mir lediglich, was mir bestimmt ist. Und was ist das? Einst wurde mir Unsterblichkeit versprochen. Doch erhalten habe ich nur die Aussicht auf einen qualvollen Tod. Aber das darf nicht mein Schicksal sein. Die Götter haben noch eine Aufgabe für mich. Nicht grundlos wird die Gabe des zweiten Gesichts vergeben. Darum darf ich nicht sterben. Sterben wirst du aber. Ich werde dich rupfen und dann ausstopfen. Überlege dir deine nächsten Schritte gut, Vogelfänger. Es muss hier nicht enden. Verstehst du nicht? Nuri ist nur Traumstoff. Der Zaubervogel, der zerplatzt, wenn du ihn greifst. Dort unten wartet das wahre Leben auf dich. Das Kräutermädchen wird dir viele Kinder schenken. Kinder, die keine Fee dir geboren hätte. Wie sieht es aus? Willst du mir dafür nicht etwas geben? Hast du nicht hergebracht, was mir gehört? Gib mir das Artefakt und ich lasse dich ziehen. Was hast du mit Nuri gemacht? Lass sie gehen. Martere mich, wenn du ein Opfer brauchst. Du kannst sie nicht mehr retten. Die Harfe hat sie verschlungen. Jeder Versuch, sie zu befreien, wäre ihr Tod. Was willst du mit dem Reif? Soll dein Geist in meinen Körper fahren? Wahrlich. Das wäre eine wunderbare Ironie. Doch warum Vogelfänger sein, wenn ich auch König werden kann? Darum geht es dir? Du willst die Herrschaft über Andergast? Andergast? Nein. Ich werde über ein Reich der Träume herrschen. 1000 Traumsplitter offenbaren mir die Zukunft. Dann forme ich sie nach meinem Willen. Und werde endlich unsterblich sein. Also? Nein, nein. Es muss noch einen anderen Weg geben. Vergeudete Gedanken, Nachthaar. Ich habe deine Entscheidung längst gesehen. Du wirst deine Hand ausstrecken und du wirst mir den Reif geben. Es ist unabwendbar. Also? Nein, es muss... Achso, ich kann immer noch Ende machen. Ah, okay. All das nur, um die Zukunft zu sehen, um den eigenen Tod zu verhindern. Das müssen Tausende sein. Die Musik verwandelt die Krähen in Albtraumvögel. Dieses entsetzliche Dröhnen, lange hält mein Verstand das nicht aus. Und? Was können wir denn jetzt haben? Wir haben nicht viele Hotspots, also bleiben uns nicht viele Möglichkeiten. Dieses entsetzliche lange hält. Dieses entlange hält. Okay. Der Pfeil so komisch war. Hatte schon besser. Ich weiß nicht. Besser nicht. Gib nicht auf, nur... Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Ich wollte dich retten. Mach dir keine Sorgen. Kobolde lügen auch oft. Und ich mag Kobolde. Oh, ist das rührend. Bald wirst du frei sein. Dann fliegst du frei wie ein Vogel, hoch zum Himmel. Irgendwie bringe ich die Harfe dazu, dich freizulassen. Aber ich bin doch die Harfe. Und wenn ich nicht mehr spiele, bricht alles auseinander. Ich muss jetzt gehen. Nein. Bleib.
bleib doch hier. Der Vogelmann möchte, dass du alleine bist. Nein. Damit ich dich nicht ablenke. Nein, ich will nicht allein sein. Ich habe so lange gespielt. Ich wollte, dass du herkommst. Der Vogelmann hat es mir versprochen. Der Fokus. Ich verwende Noris Tränen als Fokus für das Artefakt. So wie der Seher einst die Feder verwendet hat, um sich in den Rabenkörper zu retten. Und? Also gut, trage sie, solange du lebst. Er setzt sie wirklich auf wie eine Krone. Und jetzt? Du hattest nie vor, mich gehen zu lassen, nicht wahr? Sei zornig auf die Götter, Nachtar, nicht auf mich. Ungerecht scheint jedes Los, das sie uns auferlegen. Doch was ist dein Leid oder das Leid einer Fee gegen all die Leben, die ich retten kann? Einsamer Vogel. Irgendwann wird Boron alle Leben, die du gerettet hast, dennoch zu sich holen. Und in deiner Unsterblichkeit wirst du immer verbitterter werden. Die Zeit wird zäh dahinfließen. Und für einen kurzen Augenblick wirst du unachtsam sein. Und dann wird der Wächter der Zeit dich strafen. Der Wächter der Zeit? Der 13-Gehörnte. Der angekettete Gigant. Verstehst du immer noch nicht, Vogelfänger? Der 13-Gehörnte hat keine Macht über mich. Es gibt keinen Wächter der Zeit. Es gibt keinen Satinav. Oh oh. Geron kehrte mit ihr nach Andergast zurück. Dort ahnte niemand etwas von seiner großen Tat. Doch das kümmerte ihn nicht. Mit den Krähen hatten sich auch die dunklen Träume verflüchtigt. Und das Land fiel bald wieder in friedlichen Schlaf. Ja, das ist jetzt der Moment, wo ihr mal einen Kommentar unter das Video schreiben könnt. Oder der Chat vielleicht mal wieder aufwacht. Ich habe gesagt, die Story ist toll und die Story ist doch toll, oder? Also, Wahnsinn. Und das Schöne ist, es gibt noch einen zweiten Teil und den werden wir natürlich auch noch spielen. Und das auch in gar nicht allzu ferner Zukunft. Aber erstmal genießen wir den Abspann. Huch, da ist ja jemand.
inwiefern aufwachen jetzt? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, sorry. Ach so, von wegen, dass der Chat aufwacht. Also, das meinte ich deswegen, weil ich jetzt online bin seit 2 Stunden und 43 Minuten und deine Nachricht war die erste heute. Das meine ich mit, dass der Chat mal aufwacht. Ich habe das gerne, wenn ab und zu mal ein paar Chat-Nachrichten reinkommen, aber ja, wenn keiner schreibt, das finde ich ein bisschen schade. Aber ich kann auch mal sagen, schön, dass du da gewesen bist, Armin. Damit hast du mir meinen Abend verschönert, dass ich gesehen habe, dass tatsächlich jemand da ist, der sogar den Chat mitbenutzt hat. Sonst ist es eher so, als würde man das einfach offline aufnehmen, wenn sowieso nie ein Chat da ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin ja selber auch so einer. Ich mache das ja manchmal selber genauso. Ja, und wie hat dir die Story gefallen? Geht auf jeden Fall demnächst weiter. Also, vielleicht nicht mehr unbedingt heute, wenn, dann würde ich wahrscheinlich höchstens noch ein bisschen Animal Crossing spielen oder so, aber mehr wird wahrscheinlich heute nicht mehr kommen, aber entweder, ja, stimmt, wir haben ja morgen immer noch frei. Vielleicht mache ich morgen sogar schon weiter. Ja, ich hatte das ja auch schon mal selber gespielt, aber ich habe gedacht, das ist einfach zu toll, das Spiel. Also um es nicht mal ins Let's Play zu tragen und vielleicht mal Leuten zu zeigen, die es noch nicht kennen. Ja, es ist schon Wahnsinn. Aber ich freue mich halt auch auf Memoria. Aber ich habe das noch so in Erinnerung, dass das teilweise von den Rätseln kein Stück leichter war. Das hatte ich irgendwie noch so im Hinterkopf, dass die Rätsel teilweise so heftig waren, dass ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, wie bei dem hier auch schon. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht so das Point-and-Click-Genie, also absolut nicht. Also für mich ist eine Komplettlösung immer noch das Wichtigste, wenn ich irgendeinen Point-and-Click habe. Ja, kein Weiterspiel mehr möglich, das war's. Dann bleibt mir jetzt gerade nichts weiter übrig, als erstmal hier auszumachen. Vielleicht komme ich nachher nochmal online um 11 oder so für eine Runde Animal Crossing. Schauen wir mal, aber jetzt ist erstmal eine Pause oder es geht beim nächsten Mal weiter. Ist schon bei Queren. Wie bei Queren. Machen wir hier aus. Das Bild irgendwie. Da? Was sieht man denn hier im Bild? Ist das so weit rüber? Ach, das ist die Tischkante. Aha. So? Ja, besser. Naja. Gut. Wenn du noch ein bisschen schreiben möchtest, quatschen, wie auch immer, ich bin im Discord, ne? Und ansonsten wäre es auch schön, wenn er beim nächsten Mal. Achso, der Quern kenne ich nicht. Dann muss ich mir das mal auf die. Muss ich mir mal Quern auch mit auf die Liste schreiben. Ja, obwohl, wenn die Rätsel so schwer sind, dann sollte ich es mir vielleicht nicht auf die Liste schreiben. Ja, es ist wahrscheinlich nicht so günstig. Ich mach das Spiel mal aus hier. So. Gut, dann. Machen wir jetzt Feierabend. Dann danke fürs Einschalten und fürs Lurken natürlich auch. Ne, ich hoffe, beim nächsten Mal bist du auch dabei. Auch wenn du nur lurkst. Aber du, wenn du mal reinkommst, kannst du gerne Hallo sagen. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass auch jemand da ist. Das ist immer gleich was anderes. Das ist ja der Grund, warum ich auch streame und es nicht nur aufnehme. Sonst könnte ich es auch gleich nur aufnehmen. Na gut, dann ziehen wir es nicht unnötig in Länge. Ich mache erstmal ein kleines Boyskin. Und entweder geht's morgen oder übermorgen weiter. Schauen wir mal. Also, wenn du Lust hast, kannst du ja wieder reinschauen.
Ansonsten auch gerne ins Discord kommen. Also ich kriege das mit, wenn da geschrieben wird. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.